Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In letzter Folge haben wir Part 3 abgeschlossen und jetzt fangen wir mit Part 4 an. Geil. Mit dem Bösenwichten natürlich. Und zwar müssen wir hier Folgen noch machen. Das habe ich gerade noch gemacht, weil Shigechi hatten wir ja schon gespielt. So, 1, 2, 3, ja. Müssen wir, ich glaube, wir spielen bis Episode 6. Und dann können wir Ex-Mission machen und dann machen wir die Kämpfe mit Kira. Weil das wäre so irgendwie die Story, wie sie reinfolglich passiert ist. Glaube ich, oder haben sie Rohan nach Kira erledigt? Weiß ich gar nicht. Egal. Wir kämpfen erst gegen den richtigen Kira und dann gegen den neuen Kira, sag ich mal. Aber erstmal spielen wir mit Akira und Red Hot Chili Pepper. Gegen Okiaso, ne? Ups. Okay, los geht's. Gegen die Hand. Die einfach so ins Bild reinkommen. Aber kannst du nicht. Aber, aua. Ein guter Start mit dem Hartangriff. So. Ja. Ich doch gerade gesagt. Okay, ich habe irgendeine Blitzanzeige, sehe ich da unten. Okay, ich habe irgendwie Kontakt. Also, oder. Was haben wir denn hier noch? Warte mal. Ma, ich kann ja nicht benutzen, wenn ich nicht so eine Elektroanzeige habe, sehe ich gerade. Ah, ich hab doch getauntet, Mann. Ja, wann füllt sich denn die Anzeige mal? Ja, super, ich kann ja gar nichts an. Ich kann ja gar nichts da machen. Ja, super, ich kann ja nichts machen ohne mal meinen Dingsangriff hier, meinen Vier. Ich kann nicht mal graben, was zum Teufel? Wie kacke ist der denn? Ich kann gar nichts machen, ganz ehrlich. Was? Ohne Scheiß, ich kann nichts machen, wenn ich nicht bei Hot Chili Pepper ab. Super. Der Boy ist ja kacke als Charakter. Also ja, Entschuldigung. Ja, war nur in einem Rundenkampf. Sehr gut. Oh Mann. Er ist wieder ungemütlich zu steuern. Warum sind die Bösewichte immer so blöd, manchmal? Das kennen wir schon alles übrigens, ne? Deswegen überspringe ich das natürlich. Shining Diamond. Muss mal irgendwann so nachgucken, so eine ganze Namenliste von allen JoJo-Charakteren und alles, worauf sich das anspielt. Gegnerangriff gesenkt. Gut. So, irgendein Spezial anwenden. Okay. Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich von der Elektrizität getroffen werde? Ist ja eigentlich nichts passiert, ne? Oh, ich habe irgendwie ein Spezial anscheinend. Aufladung. Ah, okay. Rechthandspiel. Guck mal, ja. Schon ein Konter, ne? Was zum Teufel, das Ding
Ach, das. Das kann ich ihn ja wohl einsetzen ein paar Mal. Ja, jetzt habe ich so zwei Balken, glaube ich. Ah. Bist du in den Mann? Na, geh weg. Komm her. Nein. Was soll sein? Block. Chili Pepper. Mal gucken auf die andere Seite. Das ist aber bestimmt mein super Spezial angesetzt, ne? Ah. Hase und Igel, okay. Nein, ich wollte gar nicht machen. Ja, gewonnen, glaube ich. Immer mit der Zeit. Chili Pepper. Ja, ich will aber Ding noch hier einsetzen. Ah. So, jetzt muss ich mal ausprobieren. Ich bin der Blitz. Hat's aber gebracht. Was zum Teufel, ich kann meine Dings auffüllen, cool. Jetzt habe ich so kacke. Jetzt kriegst du erstmal das hier rein. Rock'n'Roll! Baby! Hallo, das ist auch voll unfair. So, jetzt kommt mein Dings hier. Chili Pepper, dich. Ja, ich wusste es. Sehr schön. Ich dachte, wieder auf unserer Seite. Ein dramatisches Ende. Gut. Sind nicht auf deren Seite? Was? War ein Fort Wall Joke hier gerade? Aber wie darf ich das verstehen? Weiter Chili Pepper haben wir jetzt. Illustration freigeschaltet. Ich kann übrigens auch gar nichts mehr kaufen. Und alles schon aufgekauft, was es zu kaufen gibt. Okay, da war schon der letzte Kampf mit Akira. Dann jetzt mit Rohan. Wen? Mit Reverb, boah. Echos, echt? Meine Güte. Weil hat hier wirklich so viele Leute. Das ist auch der Grund, warum die Serie nie außerhalb Japan rauskam. Weil es bis heute so viele Schwierigkeiten mit der Localization gab. Mit dem Copyright und so. Kann nur besser für die sein. Vor allem, wenn das so alte Bands sind, auf was das hier so ist. Ich meine, AC/DC, gibt es die überhaupt noch? Okay. Event Store. Komm mal her. Heaven Store! Geh weg, du bist irre, du hast mal eine Spinne gegessen. So, um zu wissen, wie man die zeichnet. Um zu wissen, wie sie schmeckt oder so. Was weiß ich, ey, das ist krank, der Typ. Am Anfang war er es jedenfalls. What?
Oh, warum kann ich denn das nicht abwehren? Hier nur mit Kreis. Komm gar nicht an die Nahen, Mann. Ah, was zum. Weil er geht. Der macht mir ja ganz schön Schwierigkeiten. Komm mal her. Voll die Pose. Oh nein. Oh Gott. Immer rüberspringen. Das klappt irgendwie immer. Voll der Pose-Angriff. Er ist irre. Was hat überhaupt was? Aber auch. Okay. Ich zeichne einfach nur ins Tor. Oh, jetzt bist du dran. Das reicht. Komm, ich komm ganz langsam näher. Komm mal her. Joink. Heaven's Door. Ah, okay. Stimmt, hat er ja bei ihm eingesetzt. Jemand darf das Wonky sperren. Kann mich jetzt echt nicht angreifen? Ja, mach mich doch noch überpowerter. Nein, geh weg da. Nein, das habe ich nicht verreckt. Jetzt aber. Ich zeichne so ein bisschen. Ich zeichne ich kaputt. Ja, schon immer so verrückt. Irgendwie die beste Szene war sowieso, als Josuke irgendwie, da kam ja auch irgendwie so ein Alien vor im vierten Pfad, oder irgendwie in so ein, der konnte sich in so verschiedene Sachen verwandeln und der hat sich mal in so einen Würfel verwandelt und jetzt wollte Josuke den verarschen, um ein bisschen Geld bei ihm abzuziehen, so ein Glücksspiel mäßig. Und Rohan will die ganze Zeit herausfinden, was da falsch ist, weil er die ganze Zeit am Gewinnen ist. Und irgendwie im Hintergrund merken die dann auf einmal, dass sein Haus brennt. Und Rohan dann einfach so, nein, lass es brennen. Ich muss das herausfinden. Das war voll geil. So, okay. Eine Sache muss ich noch machen. Boah, hat er gegen ihn eingesetzt. Haben die überhaupt schon mal gegeneinander gekämpft? Ich weiß auch gar nicht mehr. Und Josuke hat gegen den gekämpft. Der hat den sein Haare beleidigt und dann ist er, weil wie blind vor Wut. Also deswegen mussten wir ihn noch mal sehen. Weiß ich gar nicht. Wir durften irgendwas nicht sehen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was von Rohan. Auf. Autsch. Was guckt der denn immer so komisch? Der kann nicht angreifen, der hat irgendein Zeichen, weiß ich. Vielleicht gerade. Oh nein. So, irgendwas macht er da. So. Jetzt kann er sich wieder. Nein. Ich wollte mal aufhalten. Versuchen. So, komm her. Ich glaube, mein Sicherheitsschloss macht auch die ganze Zeit auch perfekt.
Ja, mein Sicherheitsschloss tut, glaube ich, dafür sorgen, dass der dich angreifen kann. Glaube ich jedenfalls. Babs! Ja, er hat die ganze Zeit irgendwelche Zeichen unter seiner Leiste. Gerd hat was. Ist eigentlich nur noch der Kampf gegen den angepissten Joes gekommen. Ich hoffe, der benutzt nicht auch die ganze Zeit diesen Kreisangriff. Ich meine, irgendwie ketten kann. Also kommt mir jedenfalls so vor. Kann er seinen Stand dann nicht benutzen, aber da habe ich ihn wieder geblockt. Ah! Guck mal, wie lange er hält. Aua! Steht nicht, der hat angegriffen, während er doch da war. Joink! Bams! Aua! Wie ich hingefallen bin. Tisch! Rein! Heaven's Door! Ah! So ist das. So ist das. Jawohl. Das ist sehr schön. Ah, schön. Ja, ja. Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door. Von daher kommt das doch, oder? Weißt du, das wird nicht zensiert. Verstehe ich schon wieder nicht. Egal. Wird wahrscheinlich nicht damit aufhören, ihre ganzen Charaktere so zu nennen, oder? War dem Part 7 eigentlich auch schon so? D4C? Gibt es da jemanden, der so heißt? Oder Dirty Deeds Done Dirt Cheap? Von Valentine? Ja, das wird nicht so irgendwas ausmachen, okay. Oh, ja, das ist nicht so klug. Er kann aber, glaube ich, nicht rennen und so, ne? Oh Mann. Ah! Mach dein Stand raus! Dich! Weg von mir! Weg von mir! Weg von mir! Weg von mir! Mach! Dich! Okay, das muss ich nicht einsetzen. Er ist immer noch angepisst. Ah, okay, gut. Er kann nicht angreifen. Ah, der hat die Wand dahin gestellt. Oh nein, 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 nein. Kann gar nichts machen. Das ist gar nicht gestankt, ich meine Angriff. Oh ja. Das. Pose-Angriff. Ja, ich weiß. Das ist das Beste. Oh, schon wieder. Ah, auf Zeug noch mehr zu werfen. Ah. Ah.
Doch, aber ja. Ja, ja. Wir sind anstrengend gegen ihn zu kämpfen, wenn er wirklich durch meine Angriff vergisst dann. Ich hab gesagt, du bist dich. Fuck, ich hab dann, ja. Nein, zu früh aufgehört abzuwehren. Ich mag den Angriff voll. Ja, ich kann gar nicht meine Viereckangriffe einsetzen. Okay, jetzt konnte ich, jetzt war er ein bisschen gestunt, keine Ahnung. Er lacht hier das Gesicht. Ja, schön. Puff 4 schon beinahe abgeschlossen. Zur Hälfte. Ja, es wären nur noch die ganzen Kämpfe mit Kira. Wenn ich mich nicht irre. Dann machen wir erst die Ex-Kämpfe und dann die letzten Kämpfe. Das sind auch 4 Kämpfe, müssen wir ja schaffen, glaube ich. Wenn alles nach Plan läuft. Yoshikage. Warum? Warum nicht Kira? Gegner 60 Tipps. Ja, vor allem, ich habe immer Vorteile. Ach, es sind noch 4 Kämpfe. Ich dachte, da kommen noch mehr. Na gut, aber die Kämpfe machen wir in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure. Also, ich bedanke mich, ich bin Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.